welchem Schiff bist du unterwegs? Oh, wie heißt du denn? Wie heißt dein Schiff? Cutlass. Genau. Ah, beste Schiff der Welt. Schade eigentlich, weil ich sehe dich. Du siehst mich? Ja, natürlich. Ach ja, jetzt sehe ich dich allerdings auch. Du kommst hier direkt neben mir runter. Ja, genau, ein Stück vor. Okay, das sieht gut aus. Vielleicht ein kleines Stück nach rechts, aber sieht gut aus. Super. Oh, ich mach das gar nicht so. Ups. Ja, habe ich nicht hoch genug geguckt. Die machen doch jetzt richtig Spaß, die beiden Sachen, oder? Aber wenn man in den Nachbrenner reingeht... Ja, volle Pulle hier. Auch nicht in dich reinkrachen, ne? Wenn ja. Du kommst, so, so dicht auch bist du gar nicht. Doch, so bin ich. Oh, jetzt bist du dicht auch. Hast du es gesehen? Ja, du bist etwas schneller als ich. 10 Meter pro Sekunde schaffst du. Hier ist alles voller Pflanzen, ne? Ja, hast du es auch gesehen? Können wir den, das ganze Gewächshaus öffnen? Nicht direkt da auf den großen. Aber es ist typisch, dass du wieder auf die Pflanzen achtest, während du bist. Ja, muss man so aus dem Augenwinkel rausgucken. Aber die kommt wirklich super gut hier mit den Felsen zurecht. Wenn einer unter ist, macht überhaupt nichts. Da fliegt sie einfach drüber weg. Ja, und wenn du dann vorher landest, dann geht einer hoch. Das wüsste ich. Du musst halt immer einen Daumen so auf den Thrust nach oben behalten, nur für den Fall. Oh, 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 oh. Oh. Muss ich warten? Ah, da geht's. Okay. Ja, ich sehe dich da hinten auch noch durch die Luft schweben. Ja, ich bin im Zuckelmodus. Das war ja witzig. Ich hab dich touchiert. Okay. Bist du bei mir gar nicht angekommen? Ich war ziemlich gewickelt. Ja, da drüben ist es. Boah, da kann man richtig abzischen. Eigentlich nur dieser Stopp von dem.
Na, bist du gerade aufgedetscht? Hast du es gehört? Ja. Ja. Im Cockpit-Modus, weißt du. Ja, dann siehst du so schlecht nach unten. Ey, die kann man eigentlich wirklich nur in der Third Person richtig gut fliegen. Oh, da bist du ja. Hoho, da schießt doch. Nein. Das war knapp. Hast du gerade gemerkt, den Schub, den ich dir gegeben habe? Ja, da bist du einmal so durchs Lichtfeld gedüst. Frage kurz. Ja, guck mal, mit dem Cycling werden die doch schon längst wieder alle Räder haben. Ja, und mit dem Rover wärst du so gestrandet, weil du nur am Ausweichen wärst. Ja. Da ist kein Durchkommen hier auf diesem Ding. Ja, die Roverbikes, die machen sich doch richtig gut auf dem Tag. Die sind natürlich perfekt für Rover. Ja, das ist genau das Richtige, um so ein bisschen auf Planetenerkundung zu gehen. Wie viel schneller? 10 Meter pro Sekunde hast du mehr. Dragonfly hat 40, Nox hat 50. Ja, aber ich habe ein bisschen gebremst, weil ich mir ja aus einer anderen Perspektive. Ja, ich schätze mal, ich bin 30 Meter hinter dir. Du hast den Haken geschlagen. Ja, ich hab aber eben gerade mal einfach ein bisschen auf die Runde gegeben. Ja, weil das so eine schöne freie Strecke war. Perspektive triffst du eh nichts. Nee, das kannst du nicht. Du kannst schon mehrfach schießen und überhaupt mal die Schätze schaffen. Ja. Und ich dann hier noch ein bisschen den Felsen ausweiche. Dann kannst du sowieso. Boah! Ich hab einen Stein schon wieder gefunden. Hast wieder einen gefunden? Also, bis auf die eine Kollision mit dir bin ich bislang noch gut durchgekommen. Ja, ich hab dich verstanden. Nicht gleich. Ja, ich muss da steht doch. Mittlerweile ziemlich da vorne sein. Aber das solltest du ja schnell aufholen. Ja! Bei den großen Steinen drehe ich mal um. Ja, besser ist das. So. Ich weiß nicht, wollen wir mal wieder zurück und versuchen, ob das noch eingeladen bekommen, bevor die Sonne weg ist? So machen wir das. Ich muss ja mal gucken, welche Richtung. Ja, noch 20 Kilometer die Richtung. Okay, echt 20 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 20,2 stand dran. Ich also ich düse mal los. Ah, da kommt mal. Front Impact Warning. Back Impact Warning. Wow. Jetzt das Ding schnell. Wow.
Oh. Oh, jetzt bin ich auch wogegen mit den Eiern. Jetzt hat es mich auch erwischt. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Front Impact Warning. Starboard Impact Warning. Front Impact Warning. Front Impact Warning. Oh. Oh. Das dann. Was machst du denn da? Deck Impact Warning. Front Impact Warning. Ich habe Crime State. Crime State? Ja. Wofür denn das? Front Impact Warning. Weil ich dich vorhin noch einmal touchiert habe und schon wieder bewegen begonnen. Deck Impact Warning. Front Impact Warning. Ah, jetzt hier der Sonnenuntergang, das sieht ja richtig schön aus. Deck Impact Warning. Front Impact Warning. Front Impact Warning. Das wird aber rapide dunkel hier, ne? Front Impact Warning.